Oderle, heute mal wieder etwas aus der Ecke. Ja, kaputt ist Definitionssache. Und zwar das Ding hier. Jo, dem einen oder anderen dürfte der Name schon mal was sagen. Bose ist ein relativ bekannter Audio-Gedönse-Hersteller. Das hier ist offensichtlich so eine Mobilbox-Gedönses mit dem Paket, eine Fernbedienung und dieses Netzteil hier. Und ich würde sagen, zum einen, wir gucken, was dran kaputt ist. Okay, das ist relativ einfach zu sehen. Einfach auf der Rückseite gucken, hier ist ein USB-Stecker und dahinter ist aber nichts mehr. Also da ist irgendwas rausgebrochen, nach innen gerutscht. Damit ist klar, was da drin kaputt ist. Aber ich würde sagen, wir gucken in einem, wenn wir so ein Markending, sage ich mal, haben, auch noch, was die so verbaut haben. So nach dem Motto, ja, die kochen auch nur mit Wasser. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach mal vom Uninteressantesten zum Interessantesten hoch. Also fangen wir mal bei der Fernbedienung an. 2, 4, 6, 8 Knöpfe. Das Ganze ist mit so einem ja, weichen Gummiüberzug. Made in Mexico, nicht made in China, okay. Wir haben vorne ein Fenster, da dürfte also eine Infrarotdiode dahinter sein. Ich glaube, den Rest lassen wir ganz. Nur mal gucken, was wir als Batterie haben. Okay, einfach nur eine Drahtspirale. Gar kein richtiger Halter da drin. Und ist es nach, ja, 2032er Standardgröße. Die kriegt man eigentlich überall. Halter ist etwas seltsam, aber hey, okay. Why not, wenn es funktioniert? Ja, gut. Weg. Weiter. Netzteil. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben auf jeden Fall eins mit dem Bose-Logo, also speziell dafür auf jeden Fall mal hergestellt. Wenn auch nicht von Bose selber. Würde ich jedenfalls sehr stark schätzen. Made in China in dem Fall allerdings. Modellnummer, bla 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 bla. Output, da sind wir doch. 20 Volt, 2 Ampere. Das Ganze ist ein Universaleingang, 100 bis 240 Volt. So um den Dreh. Relativ interessant dabei, dass man hier dieses, ja, zum einen halbrunde Design hat und diesen Zwischenraum, wo man das Kabel tatsächlich aufwickeln kann. Das hat nochmal hier so eine Kugel dabei, wofür auch immer die da sein soll. Wissen Sie wahrscheinlich auch selber nicht. Aber es ist so auf jeden Fall, wenn man es mitnehmen möchte, ganz praktisch, dass man das hier aufwickeln kann. Am Ende ist es auch nur ein bisschen Plastik, was dann draufgesetzt ist. Da ist nicht wirklich was drunter, was irgendwie aktiv da was machen dürfte. Auch ganz interessant hier vorne, der vordere Bereich, der ist einfach nur draufgeklickt, sodass man da verschiedene Steckertypen je nach Land mitliefern kann. Ich weiß nicht, vielleicht sind in der Originalverpackung sogar schon verschiedene dabei und ja, aber für Europa ist ja der hier der richtige. So, auch uninteressant. Kommen wir zum interessanteren Part. Das ist das hier und hier hinten habe ich erstmal schon gesehen, da ist auch so ein Ding zum Drehen. Hoppala, drehen drauf, was dann aufgeht. Okay. Ah! Das ist ein Batteriepack. Wir haben also eine Batterie für unterwegs. Input 20 Volt 400 Milliampere, Output 16,8 Volt 2200 Milliampere Stunden. Okay. Sonst irgendwas Interessantes hier drauf? Nicht wirklich. For use with Bose Sounddock or Soundlink Systems only. Recycling. Nee, wer recycelt denn sowas? Die Zellen kann man auch mal wiederverwerten. Das ist auf jeden Fall mit einer sehr, sehr stabilen Verbindung hier. Ihr seht hier, wenn ich hinten reindrücke, da ist hier so ein T-Stück, nenne ich es mal, was da reingreift und hier in einem anderen Metallteil. Also da ist nichts mit Plastik und so. Die Verbinder sieht nach so einem Standard-Laptop-Verbinder aus. Ich gehe mal davon aus, nichts anderes ist auch hier drin. Die Form ist ein bisschen ungewöhnlich, weil, naja, man kriegt halt keine 18650er sinnvoll rein. Man kriegt auch keine viereckigen Zellen sinnvoll rein. Könnte man jetzt auseinandernehmen. Wie gesagt, ich möchte es möglichst noch im Funktionsbereich lassen. Unten drunter haben wir einen Reset-Knopf. Für den Fall, dass es mal hängen bleibt. Was mir im Moment aber ein bisschen fehlt, das sind Schrauben. Ja, das scheint irgendwie ein Running Gag zu werden hier bei den Dingern, dass es nirgendwo sinnvolle Möglichkeiten gibt, ins Gerät reinzukommen. Können wir hier das abklippen? Bin mir nicht sicher, ob das geklippt ist. Ah, hier unten geht aber etwas ab. Dann würde ich mal sagen, wir machen mal hier die Füße. Und gucken mal da drunter, ob da etwas ist.
Jo, und da haben wir eine Schraube. Die sieht sogar schon fast so aus, ob da mal jemand dran war. Bin ich mir nicht sicher, ob es von der Herstellung ist, aber man sieht, dass die so in eine Richtung ziemlich abgenutzt ist. Tja, lohnt es sich, die anderen auch noch rauszuholen? Ich fürchte, da könnte auch noch was drunter sein. Gucken wir mal drunter. Jo, da sind auch noch Schrauben. Wäre sonst ja auch zu einfach. Wow. Relativ kurz, kürzer als ich gedacht hätte und direkt ins Plastik rein. Die Dinger sind halt auch nicht wirklich zum Reparieren gedacht. Das ist halt eher Consumer-Bereich, so wie das hier aussieht, gerade auch mit Wi-Fi und Akku. Das ist halt eher nichts, was man im professionellen Bereich da einsetzen möchte. Will doch hoffen, dass da, wo immer geht, noch Kabel genutzt wird, weil Funk ist halt immer ein bisschen. Wenn da jemand Blödsinn bauen möchte, baut er damit Blödsinn. So, aha, da kommen wir doch schon weiter. Interessanterweise, der Reset-Button ist gar nicht da drauf. Der ist hier unten drauf, okay. Und dann einfach ein bisschen Schaumstoff dazwischen gemacht, dass man weit genug runterkommt. Okay. So, sonst noch, wir haben nach vorne. Tja, ich hätte gesagt, das könnte Klettband sein, aber es ist keine weiche Seite da. Eventuell gegen Staub, das könnte ich mir vorstellen. Sonst nicht viel zu sehen. Wir haben tatsächlich zwei Löcher hier unten drin, die auch durchgehen unter dem Label, aber da ist halt nichts drin. Weg damit. Was haben wir ansonsten noch hier unten? Wir haben hier das Ding, wo die USB-Buchse mal drauf war. Und ich sage war. Ich sehe es aber auch nicht mehr. Oder doch? Ah, hier hinten klebt sie. Haha, ich habe eine USB-Buchse gefunden. Da fehlt auch nur ein Pin. Egal. Ich möchte jetzt wissen, wie der Rest da drin aussieht. Was haben wir noch? Also hier ist USB-Reset. Das war's. Mit einem kleinen Flachbandkabel in Richtung Innenraum. Hier haben wir den Akkuanschluss. Der ist hier. Mit, was sind das? Das scheinen mir MOSFETs zu sein. Könnte eine Protection nochmal sein, eine zusätzliche. Oder eine Umschaltung. Weil hier ist auch der externe Anschluss drauf für externes AC oder DC ist es ja, aber für die externe Stromversorgung. Dann gucken wir mal auf die Rückseite von dem Modul. Zum einen, weil wenn ein Anschluss so aussieht, möchte ich wissen, wie die anderen aussehen. Und zum zweiten interessiert es mich, ob es da auch die Ladeschale drauf ist. Oh, der ist nicht gut. Ups. Also zum einen, die hier sehen noch stabil aus. Das ist auch noch die Audiobuchse. Was ist denn das? Audio out? Audio in. Also noch ein zusätzlicher AUX drauf. Keine ICs, soweit ich das sehe. Und wieso ich auch gesagt habe, hier ist ein Flachbandkabel und das habe ich gerade da mehr oder weniger rausgemacht. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich das wieder da reinkriegen soll. Ups. Ja, gut. Kommen wir noch weiter. Ja, hier sind Pfeile. Pfeile heißen meistens, da geht es weiter rein. Haha, da ist nichts drunter. Witzig. So viel zum Thema Pfeile. Pfeilen nicht trauen. Okay, was können wir denn jetzt hier noch veranstalten? Können wir jetzt hier irgendwie das Gitter wegmachen? Ist das eine Möglichkeit? Okay, der ist draußen. War also tatsächlich nur geklemmt. Das ist auch am Stück, wie wir hier sehen, mit dem Frontpanel und so weiter. Was haben wir da? Wir haben den Infrarotempfänger. Das dürfte wohl dann sein für die Fernbedienung. Wir haben jede Menge LEDs. Das sind vier LEDs, zwei LEDs, vier LEDs wahrscheinlich. Die mittlere sieht mir nach Dual aus und nochmal zwei LEDs. Und zwei Soundtreiber hier vorne und ich gehe fast davon aus, das könnten die einzigen sein. Eventuell, dass hier in der Mitte noch einer für Bass ist. Okay, ich möchte mehr sehen. Mindestens mal, weil ich gerne wissen möchte, was da für ein Prozessor und so drin steckt, dass ich grob abschätzen kann, was das Ding denn machen soll. Die Schrauben hier sind länger und dieses ganze mittlere Teil hier ist auch irgendwie so, ja, nicht lose, aber auch nicht festgelagert. Reicht das oder muss ich wirklich noch anfangen, hier den Rest auszubauen? Da bewegt sich nicht wirklich etwas. Wäre sonst ja auch zu einfach.
Oder sind es, ich fürchte, die Audios. Die Boxen, die sind dann wohl der Übeltäter. Okay, die Treiber relativ groß, auch von Bose. 2012 hergestellt, assembled in Mexiko ebenfalls. Und das ist ein interessantes Design. Das scheinen zwei hintereinander zu sein. Gibt's sowas? Wobei, es geht nur ein Kabelpaar rein. Also es gehen nur ein rotes und ein schwarzes Kabel. Ich sehe aber hier oben halt die Membran, die draußen ist. Aber hier auf der Höhe ist noch irgendwie eine Membran. Also das muss dann ein bisschen Soundmagie wohl sein. Gucken wir mal, ob das jetzt besser klappt. Ja, da bewegt es sich. Da sind wir auch im Inneren. Sehr schön. Stecken wir den hier mal aus. Und da sind wir. Da ist das Innenleben. Was interessant ist, haben hier überall auf allen Flachbandkabeln diesen Schaumstoff drum geklebt, auch um alle anderen Verkabelungen. Ich gehe davon aus, das ist, um Vibrationen da zu stoppen. Was wir auch sehen, es gibt definitiv hier in der Mitte keinen weiteren Treiber, wie es aussieht. Immerhin, es ist alles schön gesteckt. Das ist für uns jetzt natürlich gut. Was nicht, nicht nur gesteckt, geklippt und gesteckt mit so einem Drückding, dass es das nicht aus Versehen löst. Dann lösen wir das aber mal absichtlich. Dann kann ich nämlich hier die ganzen Treiber und so mal aus Seite tun. Die hängen uns dann nicht mehr hier in den Füßen rum. So, weiter geht's. Was haben wir denn noch? Wir haben hier unser Flachbandkabel, was in Richtung USB geht. Okay, wir haben hier unten das Richtung Ladeport. Was ist das hier noch alles? Das geht hier an die Seite. Da sehe ich nichts. Ich sehe aber, das ist ein Koaxialkabel. Das geht auch an der anderen Seite, geht auch eins hin. Das scheinen Antennen zu sein. Wahrscheinlich dann für, ja, steht ja Wi-Fi drauf. Ich schätze mal, Bluetooth wird auch drin sein. Dafür dann alles Antennen. Das ist auch schön zu sehen. Hier ist ein Board nochmal draufgesetzt, so Huckepack. Das wird dann das komplette WLAN-Gedönse sein. Da steht ja auch die MAC-Adresse drauf. Was haben wir denn noch? Wir haben hier ein sehr seltsam geformtes, zickzack-gehendes Flachbandkabel. Das ist einfach so ein Flex-PCB-Flachbandkabel-Gedönse, was gedruckt ist. Das geht im Zickzack nach unten und ist dann hier auf der Seite angeklebt. Und da haben wir Plus und Minus. Ich schätze mal, das werden dann irgendwelche Soft-Buttons oder Touch-Buttons sein. Das hier war noch eine Antenne, hatten wir eben gesagt. Dann gucken wir mal auf die Chips, was wir denn da alles verbaut haben. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das ganze Board hier mal an. Das hier ist jetzt die Hauptplatine. Hier an der Stelle haben wir diesen großen Verbinder. Der geht auch entsprechend auf die Wi-Fi-Platine. Da ist nicht viel drauf. Kann man nicht viel sehen auf beiden Seiten. Ich möchte es auch, wie gesagt, nicht weiter zerlegen. Ansonsten gibt es hier natürlich noch ein paar Sachen, die können wir relativ flott sehen. Wir haben hier oben eine Spule, ICs und so. Das heißt, hier in der Ecke wird unsere Stromversorgung sitzen. Hier, das sieht sehr symmetrisch aus. Und da ist auch irgendwie hier zumindest die Buchse in der Nähe. Das wird also Audio-Gedönse sein. Das können wir auch relativ schnell sehen, wenn wir die Unterseite einblenden. Hier geht ein dickes Trace einmal nach hier unten und Überraschung, was sitzt da? Die andere Audiobuchse. Das heißt, an der Stelle sitzt dann entsprechend unsere Audio-Gedönses. Hier oben haben wir noch ein bisschen jede Menge Kleinkram. Das wird dann wahrscheinlich für die ganzen Kontrollen sein. Ansonsten auch hier unten mit den vielen Kondensatoren könnte in Richtung Strom gehen. Ja, Hauptprozessor nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch und gucken uns die einzelnen Chips an. Fangen wir mit dem dicken in der Mitte an. Das ist ein Texas Instruments Chip D805K003CPTP2. Und wenn man das in der Suchmaschine der Wahl eingibt, kommt absolut gar nichts. Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich ein speziell produzierter oder zumindest angepasster Chip ist, der halt dann entsprechend leider nicht aufzufinden ist. Was wir aber sehen können, außenrum, da gibt es nicht wirklich was an Speicher, da gibt es nicht wirklich was an Flash. Das heißt, das muss alles wohl da drin sein.
Also vermutlich irgendein relativ hoch integrierter Mikrocontroller. Eventuell dann sogar mit entsprechenden Audiofunktionen. TI ist dafür ja bekannt. Das zweite interessante Ding, das dürfte wohl der Audiochip sein. Und dazu haben wir tatsächlich ein Datenblatt. Das ist der TI TPA3100D2. 20 Watt Stereo Klasse D Audio Amplifier. Also eine digitale Endstufe. Die haben jetzt nicht unbedingt den Ruf, die beste Qualität zu haben, aber sie sind sehr effizient. Und das ist halt bei akkubetriebenen Geräten wie dem hier dann ein ganz wichtiger Punkt. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die Qualität auch okay ist. Unten an Bord haben wir dann den U903. Das ist, wie es aussieht, ein 74HC 4053. Einfach ein Triple 2 Channel Analog Multiplex Demultiplex. Analoges Umschalten könnte natürlich durchaus sein. Zum Beispiel, um zwischen dem WLAN und der AUX-Buchse hin und her zu schalten. Das muss ja irgendwo gemacht werden. Der klingt schon fast so, als ob der dafür genutzt werden könnte. Unten drunter brauchen wir erstmal noch nicht mal groß uns ein Datenblatt anzugucken. Wir sehen die vier Pins in unsere Richtung, die sind alle verbunden. Also es ist wahrscheinlich ein MOSFET. Und Überraschung, Überraschung, es ist ein MOSFET. Ein Kanal, P-Channel, irgendwas mit so 6,2 Ampere bei 4,5 Volt. Ja, wird wahrscheinlich irgendwelche größeren Lasten ein- und ausschalten, vielleicht den Verstärker selber. Wandern wir nach rechts, da haben wir wieder ein TI-Part, der TPS650250. Das ist ein PMIC, also ein Power Management IC. Im Prinzip sind das sehr viele Step-Up- und Step-Down-Regulatoren in einer einzigen IC-Gehäuse. Wir sehen ja auch außenrum die ganzen Spulen und Kondensatoren, also das erzeugt halt diverse Spannungen. Hier sehen wir ja auch zum Beispiel 3,3 Volt, 1,8 Volt und solche Sachen, die typisch sind für Prozessoren. Der dürfte dann auch entsprechend dafür genutzt werden, hier die Spannungen für den Hauptprozessor zu erzeugen. Rechts daneben dürfte der hier sein, ein Dual FET von International Rectifier. Halt nochmal zwei MOSFETs, die da rumsitzen und wahrscheinlich irgendwelche Stromaufgaben übernehmen. Wenn wir nach oben gehen, haben wir rechts einen IC, auf dem KY5133 steht. Das dürfte ein LP295X sein. Das ist ein LDO, also ein linearer Spannungsregler. 3,3 klingt fast nach 3,3 Volt. Ich habe es jetzt nicht durchgeguckt, aber das müsste so um den Dreh irgendwo sein. Und oben drüber haben wir dann eine kleine Überraschung. Da haben wir nämlich einen ATmega32U4. Das ist ein 8-Bit-Mikrocontroller. Und den kann man eventuell kennen. Der ist zum Beispiel auf dem, ich glaube, dem Arduino Leonardo verbaut gewesen. Der ist relativ interessant, weil er als einer der wenigen 8-Bit-Mikrocontroller aus der Serie einen USB fest eingebaut hat. Daneben, wenn ich das richtig erkenne, ein 8 MHz Quarz. Was ich allerdings nicht ganz verstehe, ist, wieso der da oben sitzt, weil USB ist an der anderen Seite, also dafür wird es wahrscheinlich nicht benutzt. Eventuell, dass das tatsächlich nochmal eine Erweiterung ist, um einfach die ganzen LEDs, die wir auf diesem Statusboard haben, da sind ja doch einige drauf, dass die vielleicht darüber gesteuert werden, aber so wirklich Sinn macht der für mich nicht, wenn man so einen mächtigen Hauptprozessor hier in dem System hat. Und selbst das Low-Power-Coprozessor, naja, wofür? Halt höchstens irgendwie Fernbedienung. Aber dafür ist er wiederum ein bisschen Overkill. Also keine Ahnung, wofür sie ihn benutzen, aber hätte ich so an der Stelle auf jeden Fall nicht erwartet. Bleibt noch die Rückseite, da ist leider nicht viel zu erkennen. Den einen Chip hier, den großen, den kann ich überhaupt nicht finden so. Oben die beiden, die können wir aber wieder ein bisschen zuordnen. Die stammen von AKM, das ist Ashai Kazei Mikrocontroller. In dem Fall sieht das nach DAX aus, zwei Stück davon. Und das sind 24-Bit, 2-Kanal, 192 kHz DAX. Ich bin jetzt kein DAC-Mensch, aber die Werte hören sich jetzt eher im oberen Ende an für mich. Audio kenne ich üblicherweise als 16-Bit, nicht 24-Bit und 192 kHz ist auch eine ordentliche Sample Rate. Also das Ding hier scheint da auf jeden Fall für den Job gut dimensioniert zu sein. Und als letzten haben wir dann noch hier hinten, das ist im Bereich von dem ganzen Stromversorgungszeug.
Und genau das ist es halt auch. 1 MHz synchroner Bug-Controller, also ein Step-Down. Und der dürfte wohl die Spule, ich glaube, da war eine Spule auf der anderen Seite, dann entsprechend ansteuern. Tja, und unter dem Board? Das scheint hohl zu sein. Ich sehe aber auch keine Luftöffnungen, dass irgendwie da von der Seite Bass reflektiert wird oder sowas. Also eventuell, ja doch, eventuell so ein bisschen. Könnte sein, dass das irgendwie für einen Bass ist, aber es ist definitiv komplett passiv. Kein aktiver Treiber, da gehen keine Kabel mehr irgendwo hin. Okay, gut. Akzeptieren wir das mal so. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Wir sehen auf jeden Fall, das Ding hier ist abgerissen und hier, da ist auf jeden Fall ein Pin, der uns fehlt. Also die wieder anlöten dürfte eher nicht drin sein. Wir haben zwei SMD-Pads hier auf jeden Fall, die abgerissen sind. Die hängen hier unten dran. Ich hoffe, dass hier keine abgerissen sind, aber das sieht im Moment auch noch relativ gut aus. Das heißt, die eigentlichen Pads, die wir brauchen, die scheinen noch intakt zu sein. Was mir hier noch aufgefallen ist, das sind die hier dahinter. Ich habe keine Ahnung, was sie da machen wollen. Ob das irgendwie Funkenstrecken darstellen sollen, weil für ein Bauteil sieht es mir irgendwie nicht so aus, als ob das eine Lötform ist. Naja, wird schon irgendeinen Sinn ergeben, bestimmt. Ansonsten, ja, ich denke mal, das sollte relativ einfach zu fixen sein. Selbst wenn hier ein Trace kaputt wäre, wovon ich im Moment nicht ausgehe, könnte man wahrscheinlich das hier hinten an den Knopf, an den Verbinder hier dran löten. Der hat aber auch nur 8 Positionen. Jetzt können wir mal rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, okay. Dann ist sogar, ja, eventuell dann 7, 8, dass man die Powerlines doppelt hat. Das würde hinkommen. Der ist auch fest. Ja, der ist fest. Gut. Ich würde mal sagen, ich suche mal noch mal ein Mikroskop. Guck mir das noch mal in ganz, ganz genau an. Und dann, wenn die Pins oder Pads da noch komplett in Ordnung sind, dann können wir da auch mit dem Löten beginnen. Also 100% hat das nicht funktioniert, denn die meisten Pads sind zwar okay, aber wenn wir gucken, hier dieses eine Pad hier, das ganz rechte von euch, das ist Ground, da ist tatsächlich das Pad teilweise abgerissen, aber der kriegt von beiden Seiten, sind hier Zuleitungen, das heißt, er kann von hier unten bekommen, hier oben in der Ecke, da ist irgendwo, der ist abgerissen. Muss ich mal gucken, aber das sollte eigentlich funktionieren. Ich werde mir jetzt noch einen größeren Lötkolbenspitze holen, werde dann hier überall die Hubbel wegmachen. Dann gucken wir mal, was ich noch an USB-Buchsen da habe und ob wir die da entsprechend drauf bekommen. So, dann bedienen wir uns mal wieder hier bei meiner guten Vorratspackung. Denn irgendwie habe ich schon vermutet, dass ich davon ein paar wahrscheinlich brauchen werde, so über die nächste Zeit. Die gehen ja leider immer kaputt, die Micro-USB. Außerdem mache ich die auch gerne bei meinen Projekten rein. Ist zwar jetzt nicht das Haltbarste, aber es ist halt das, was überall verfügbar ist. Micro-USB hat eigentlich jeder. Wohingegen USB-C zumindest bei mir noch nicht so verbreitet ist. So, jetzt schauen wir mal und... Nee. Die Dinger sind weiter Richtung Mitte. Nerv. So gibt das keinen. Dann müssen wir die wohl wegbiegen und hoffen, dass es anderweitig hält. Da hinten sind nochmal 2 Plastikpins. Die auch noch. So, da wir hier professionell sind, habe ich das natürlich passend festgelötet. Die Lötstellen sahen ganz okay aus, keine Kurzschlüsse. Hab dann natürlich das Ganze auch an der Seite noch festgelötet und selbstverständlich nicht, wie hier auf dem Bild zu sehen, keinen USB-Stecker drin gehabt. Das sollte man im Übrigen immer tun, weil ansonsten könnte es sein, dass das Lötzinn in die Buchse läuft und danach kriegt man keinen Stecker mehr rein. Wie gesagt, würde mir natürlich nie passieren, das heißt, ich musste das jetzt auch nicht nochmal auslöten, hab mir dabei nicht sämtliche Pads noch abgerissen, das Ding nicht danach irgendwie mit Bodgewires auf die Vias drauf gemacht, dabei noch Kurzschlüsse produziert, die dafür sorgen, dass man das Ding nicht im PC benutzen kann und danach nach ein paar Versuchen das dann doch hinbekommen. Aber wie gesagt, würde hier ja nie passieren. Und wenn doch, naja, ich repariere wenigstens die Fehler, die ich mache. Nun ja, und da irgendjemand ja meinte, das Ding hier, das braucht kein Bluetooth oder irgendetwas Sinnvolles, der kann anscheinend nur übers WLAN hier dieses Airplay-Gedönse von Apple. Aber das haben wir ganz schnell, das Ding hat ja einen AUX-Anschluss. Mal
Stecker, Stecker da drauf und einen kleinen von diesen Bluetooth-Empfängern. Da hat es schon gebrummt, das ist gut. Und das klingt gut. Wir sind verbunden, dann müsste ich jetzt nur noch Musik spielen. Also copyright-freier. Und da muss ich noch einen Minuspunkt loswerden. Und zwar hier ist der Stromstecker. Und wie wir sehen, der ist extrem tief drin. Entsprechend brauchen wir so einen extra langen Stromstecker. Das heißt, wenn der kaputt ist, ist das auch nicht so einfach zu tauschen. Allgemein scheint hier Bose es drauf anzulegen, dass wenn irgendwas dran kaputt ist, man das Ding bitte wegwirft und ein neues kauft. Wir hatten ja eben die USB-Platine gesehen. Die gibt es zum Beispiel auch nirgendwo einzeln zu kaufen. Und die Aussage von Bose ist, ja, kauf halt neu. Da ist nichts drin, was man tauschen muss. Ja, bin ich anderer Meinung. USB geht schon mal kaputt. So eine Platine, naja. Also meine Antwort darauf wäre dann gewesen, entweder ihr gebt mir die Platine und verdient ein bisschen Geld oder ich kaufe mein anderes Gerät, aber nicht von euch, dann verdient er kein Geld. Aber hey, so ist das leider ja bei vielen Herstellern inzwischen, dass es nichts an Ersatzteilen gibt und die einfach drauf anlegen, ja, schmeiß weg, kauf neu. Also ich habe das dumpfe Gefühl, auf der rechten Seite, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So soll das nicht klingen. Was ich aber rausgefunden habe, hier hinten, da ist ja so ein Griff, da kommt Luft raus. Das ist wohl unser Bass-Dingensen, was wir intern gesehen haben. Okay. Okay, das muss jetzt reichen. Ich habe es nochmal zusammengebaut und ja, werden wir mal anmachen mit 100 Hertz. Eventuell kann man es ein bisschen hören. Ein bisschen was vibriert da drin. Ich kriege aber nicht raus, wo es ist. Ich habe nochmal alle Kabel nachgeguckt. Hab teilweise die Kabel, die drin waren, auch nochmal verklebt. Hab die Seitenhalter kontrolliert, aber ja, hier bei 50 Hertz kann man sehr gut hören. Der zieht auf jeden Fall irgendwo Luft. Naja, es ist zum Glück nur ein bisschen, also es ist nicht mehr so schlimm wahrnehmbar wie eben. Von daher, ich werde es jetzt so lassen, weil für normale Musik macht das nicht allzu viel aus. Und das können wir natürlich dann auch direkt mal testen. Glücklicherweise gibt es ja immer noch Limitless und wenn wir das hier mal anmachen, irgendwo in der Mitte vorzugsweise. Dann sehen wir, ja, der Ton ist ganz okay. Lautstärkeregler funktioniert auch. Wir sehen, der Aux blinkt da ein bisschen. WLAN kann ich nicht testen. Zum einen, ich habe die Software nicht. Die wird wahrscheinlich auch nicht auf Linux laufen. Und nicht zu vergessen, das ist wohl für AirPlay, also Apple. Also nein. Aber ich würde sagen, damit kann man leben. Ton geht, der Bass ist nicht ganz so schlimm. Und USB ist wieder da. Ja, ich würde sagen, das ist durchaus als funktioniert zu bezeichnen. Wie wir sehen, der Lautstärke-Dings geht auch. Aux blinkt dann als Bestätigung, weil man hat ja kein wirkliches Feedback haptisch. Aber ansonsten, ja, ich würde mal sagen, das ist okay. USB haben wir ja gesehen, er registriert sich zumindest als Gerät. Damit kann ich leben. Und ja, würde mal sagen, der tut wieder, was er soll.